Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesgeheimnis am 21. März 2018. Eine gute Nachricht. Damit können die Wiedergeborenen rechnen, die Schützengeborenen, die Löwengeborenen, die Wassermanngeborenen, die Zwillingsgeborenen. Eine Unterstützung oder ein guter Rat erwartet die Fischengeborenen und die Stiergeborenen. Die Wagengeborenen sollen genau zuhören oder die Gespräche suchen, die Kontakt aufbauen. Liebe Partnerschaft, eine Liebeserklärung oder eine schöne Begegnung. Diese Chancen haben die Wiedergeborenen, die Schützengeborenen, die Löwengeborenen, die Wassermanngeborenen, die Zwillingsgeborenen. In vertrauter Umgebung die Möglichkeit, jemand kennenlernen oder mit jemand begegnen, Glück in die Liebe, Partnerschaft, das können die Fischengeborenen und die Stiergeborenen wahrnehmen. Die Wagengeborenen sollen die Kontakt suchen und Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen. Kraft und Mut haben gerade die Steinbockgeborenen, die Jungfraugeborenen, die Stiergeborenen, die Skorpiongeborenen und die Fischengeborenen. Unterstützung kommt bei den Schützengeborenen und bei Wassermanngeborenen, weil jemand gibt die Kraft und die Mut und die Unterstützung. Veränderungen, Umbrüche erwartet die Wiedergeborenen, die Löwengeborenen und die Schützengeborenen. Aber es ist gut möglich auch bei Wassermanngeborenen und Zwillingsgeborenen. Etwas zu verändern im Leben, das auch mal wahrnehmen und auch diesen Mut haben, diese Chancen zu ergreifen, da haben die Wagengeborenen eine Aufgabe. Das inneren Gleichgewicht und inneren Ruhe verspüren die Stiergeborenen, die Jungfraugeborenen und die Steinbockgeborenen. Aber dieses Vertrauen kommt auch bei Fischengeborenen und Krebsgeborenen. Die innere Ruhe sollen aber auch die Skorpiongeborenen bewahren. Also nicht aus dem Gleichgewicht kommen und nicht zweifeln. Sehnsüchte und Wünsche verspüren gerade die Steinbockgeborenen. Eine Aufgabe haben die Löwengeborenen. Und die Vergangenheit, diese Erinnerungen, kommen gerade bei die Wassermanngeborenen. Und das war mein Tagesgeheimnis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.